Die Ehe spart kräftig Steuern. So heißt es oft und in manchen Fällen stimmt das auch. Denn lassen sich Paare gemeinsam veranlagen, wird automatisch das sogenannte Ehegattensplitting angewendet. Pro Jahr lassen sich gemeinsam bis zu 10.000 Euro oder mehr an Steuern sparen. Der Effekt ist umso größer, je weiter die Gehälter auseinanderklaffen. Verdienen beide Partner ungefähr gleich viel, gehen die Einsparungen jedoch gegen Null. Viel unbedeutender als die Art der Veranlagung ist dagegen die Wahl der Steuerklassen. Für welche Kombi man sich hier entscheidet, ob man sich also etwa in die Steuerklassen 4 und 4 oder 3 und 5 eingruppieren lässt, macht auf den ersten Blick zwar einen gewaltigen Unterschied auf dem Lohnzettel, aber unterm Strich ändert sich an der Gesamtbelastung rein gar nichts. Die Steuern werden nämlich lediglich anders verteilt. Wenn du mehr zu diesem oder anderen Themen erfahren willst, dann abonnier gern unser Memo auf finanzfluss.de.